I'm a strong soldier, that's my name. I'm not here to be famed. Hallo, herzlich fucking Freeze. Willkommen zu einem, ja, wieder mächtigen neuen Update-Video. Fangen wir mal mit einer Bestimmung, die ich bei Player und Pictures getätigt habe. Und zwar sind ja jetzt rausgekommen diese zwei Editionen hier, welche ich richtig, richtig klasse finde. Und zwar zum einen die Collectors Edition von God's Army, freigegeben ab 18, wo ja die Prophecy-Fassung und die God's Army-Fassung drin ist. Ich hab jetzt nicht genau im Kopf, wo jetzt der Unterschied ist, aber ich habe da schon mal einen Schildbericht von gesehen. Und Veröffentlichung, Hammer. Also ich kenn nur das Master damals von der Eurovideo-DVD und ganz ehrlich, Weltklasse-Bild, also kann ich echt nicht meckern. Und auch der Film ist grandios klasse, von daher kann ich jetzt echt nicht meckern. So, dann geht es weiter mit der Ultimate Edition von Harte Ziele, freigegeben auch ab 18. Wobei ich ja jetzt gelesen habe, dass da wohl irgendwie wohl bei einigen Playern Ton- und Bildprobleme sein sollen. Bei mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Von daher, ja, auch hier eine richtig schicke Edition, auch vier Blu-Rays drin, die Blu-Ray mit der Unrated, also mit dem Director's Cut, dann die 4K Blu-Ray, dann eine Blu-Ray mit der Kinofassung und eine Blu-Ray mit Bonusmaterial, wo beim Bonusmaterial auch der Workprint mit drauf ist. Auch eine richtig klasse Veröffentlichung und kann ich auch nur, also auch mit einer meiner Lieblings-Jean-Claude Van Damme-Filme. Dann kommen wir zu einer kleinen Bestimmung, die ich bei Amazon getätigt habe. Und zwar einmal der Film freigegeben ab 16 mit, wie heißt er noch, Aaron Eckhart. The Bricklayer, tödliche Geheimnisse. Wie gesagt, freigegeben ab 16. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ist zwar jetzt kein, ich sag mal jetzt Action-Meisterwerk, aber also so scheiße war er jetzt nicht. Und dann noch mitbestellt im 4K Steelbook The Beekeeper, freigegeben ab 18. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Film richtig, richtig geil. Und ich sag mal so, bei den Szenen, wenn es richtig ums, ne, also Eingemachte geht, ich hatte selten bei einem Film, dass dieses Verlangen, aber dieses Gefühl, Alter, die verdient's auch. Also das ist schon richtig, ich fand einen richtig geilen Film und Jason Statham. Das Einzige, was ich natürlich hier bei dem Steelbook schade finde, dass hier wieder vorne auf der Front kein Schriftzug drauf ist, aber das ist ja heutzutage bei Steelbooks, auf jeden Fall bei den deutschen Steelbooks, ja, vermehrt so. So, wo wir noch gerade bei Steelbook sind, kommen wir zu einem Frankreich-Import-Steelbook, wo ich schon länger auf der Suche nach war und jetzt günstig geschossen habe, bei einem Verkäufer auch aus Frankreich. Und zwar das Frank... Ich glaube, ist das sogar das F... FNAC? Ne, Metropolitan Edition Limité. Und zwar das Frankreich-Import-Steelbook von A Monster Calls, beziehungsweise der deutsche Titel 7 Minuten nach Mitternacht, freigegeben ab 12. Jemals das Blu-ray und DVD Frankreich Imports Steelbook. Ich habe jetzt hier meine deutsche Blu-ray reingetan und mir jetzt für 1 Euro die deutsche DVD organisiert. Und jetzt, wie gesagt, hier auf Deutsch beide das drin und das Steelbook finde ich einfach nur richtig, richtig klasse. Gut, der französische Schriftzug unten drunter hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, aber richtig, richtig, richtig klasse Teil. So, dann geht es weiter mit einem Mediabook, was ich geschossen habe. Das heißt geschossen, weil ich bei Kleinanzeigen gekauft habe. Und zwar das Retro Gold 63 Mediabook, wattierte Mediabook von Detox, freigegeben ab 16. Hier ja auch erstmals der Jim Gillespie Full-Length-Version-Cut. Ja, dazu muss ich sagen, der ist als Bonus mit drauf, in, ja, nicht so sehr guter Qualität, also ich sag mal, SD, wenn überhaupt,
Aber und dann komplett auf Englisch komplett auf Englisch, also von daher ja, aber als Bonus, why not? Aber wie gesagt, hier Blu-ray-mäßig kann ich nicht meckern. Ich weiß nicht, ob das ein Repack, eigentlich nur ein Repack oder ja, nicht Repack, aber ein Remaster von der Universal DVD war, Blu-ray war. Aber ja, also ich fand das Bild zum Beispiel, ich fand das Bild, muss ich sagen, fand ich sogar irgendwie besser wie von der Universal Blu-ray, die ich hatte. Aber egal. Wie gesagt, hier ein richtig schickes Mediabook und wie gesagt, wattiert. Und noch zu einem angemessenen Preis. Also wenn ich da welche gesehen habe, da wo das ausverkauft, wo es ja hieß, das war ausverkauft. Und dann hieß es bei eBay, wenn man die gekriegt hat, ja, 80 Euro, 130 Euro. Ich dachte, das ja, habt ihr doch nicht mehr alles straff. Habe ich jetzt nicht dafür bezahlt. Welten nicht. Von daher kann ich jetzt nicht meckern. So, dann geht es zu einer Amazon-Bestellung, wo ich eigentlich zwei bestellt habe. Und zwar einmal The Abyss und True Lies. So, jetzt kam der Witz. Bestellt, dann hieß es, ja, Bestellung verschickt, aber nur The Abyss 4K. Siehe hier, The Abyss 4K, freigegeben ab 12. Jetzt, ich muss gleich dann zu den zwei Editionen gleich nochmal sagen, die ich jetzt eben hochhalte. Also zum einen, wie gesagt, Amazon bestellt und verschickt The Abyss. True Lies hatte ich mitbestellt, da hieß es, da kam keine Versandbestätigung, nichts, dann habe ich mal geguckt. Da hieß es erst 1 bis 4 Wochen. Versand fertig und dann ein bis ein in 2 bis 3 in einem Monat in 1 bis 2 Monaten. Da habe ich das storniert, habe jetzt True Lies. Man sieht ihn hier, der ist noch eingeschweißt, weil ich habe 16 nachbestellt bei einem Händler aus Berlin bei eBay, wo ich auch schon öfter was gekauft habe. Und just an dem Tag, wo ich True Lies bekommen habe, steht bei Amazon sofort lieferbar auf Lager. Ja, wollt ihr mich verarschen? Aber egal, ich habe jetzt genau das gleiche bezahlt wie bei Amazon, von daher wurscht. So, jetzt kommen wir zu den beiden Editionen oder ich sag mal Veröffentlichungen. Wie gesagt, True Lies ist noch nie gelandet, ich weiß, kann ich nicht zu sagen. Ich finde es ja schon mal positiv, dass bei den beiden Editionen, Aliens die Rückkehr ist ja auch rausgekommen in so einer Edition. Ich finde es ja schon mal positiv erwähnt, dass Leonin Entertainment, weil die sind ja jetzt im Vertrieb von Leonin, dass die schon mal Schuber gemacht haben mit Prägung. Also dass die schön hier die Abyss, der Schriftzug und Schuleist, wahre Lügen der Schriftzug, die sind geprägt. Schön und gut. So. Aber warum muss man unbedingt dann, anstatt einem Aufkleber auf die Folie zu packen, das FSK-Logo auf die Schuber drucken? Also ich kenne sehr viele Editionen, auch neuere Editionen, wo auf den Schubern kein Logo aufgedruckt ist. Dafür zum Beispiel die Amarey kein Wendecover hat. Kann ich auch irgendwie alles noch verstehen. So, aber wie man dann hier auf den Pappschuber das FSK-Logo aufdrucken kann und dann noch nicht mal ein Wendecover hat. Also, weiß ich nicht, was das soll, aber egal. Wie gesagt, hier True Lies, den lege ich jetzt erstmal weg, weil der jetzt noch niegelnagelneu eingeschweißt. Ich weiß nicht, wie die Bildqualität ist. Ich kenne ja nur die spanische Import Blu-ray, aber da war ja schon das Bild nicht schlecht. Ich habe jetzt gehört, bei der 4K-Veröffentlichung von True Lies soll das wohl irgendwie so sehr, sollen die Hautfarben wohl sehr wachsartig und sowas rüberkommen, aber ich bin mal gespannt. Ich kann nur sagen, The Abyss. Hier ja auch drin die Kinofassung und die Special Edition. Ganz ehrlich, der Film sah nie besser aus. Er sah nie besser aus, er klang nie besser. Also wer noch die DVD besitzt, diese Tudor Special Edition. Alter, das ist kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Das Bild hier, das Bild ist einfach grandios, scharf, super. Auch der Ton, grandios. Und ich glaube, die haben ein bisschen so Farbkorrekturen gemacht, aber egal. Also ich habe, wie gesagt, der Film sah noch nie besser aus wie in dieser Edition. Und das alleine von der Blu-ray. Wohlgemerkt, ich habe mir die 4K noch nicht angeguckt, aber das alleine nur von der Blu-ray. Und das heißt schon was. Also von daher kann ich echt mega. Ich fand es echt mega.
So, dann habe ich mir noch was bei unserem Mediapark in Steinfurt bzw. Expert geholt. Und zwar zum einen den Film Silent Night, Stumme Rache, freigegeben ab 18. Wo ich ja Rezensionen gelesen habe bei Amazon, wo ich gedacht habe, Alter, wenn ihr mal ein bisschen recherchiert hättet, beziehungsweise euch mal vorher informiert hättet, wie und was, worum es in dem Film geht, dann hättet ihr, glaube ich, die Rezension ja nicht geschrieben, aber egal. Ganz ehrlich, ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn richtig gut. Es ist zwar wirklich ein Film mit, ich sag mal, 99,5% komplett ohne Dialog. Also der Film ist wirklich, die Dialoge existieren nicht wirklich. Man hört natürlich so ein paar, ich sag mal, Radioübertragungen und sowas. Das wird alles gesprochen. Aber so Dialoge zwischen den Charakteren finden nicht statt. Das finde ich schon mal echt nicht. Also es ist mal was anderes, sagen wir es mal so. Es ist was anderes. Im ersten Moment ist es ein bisschen, ich sag mal, ungewohnt. Aber ich fand es jetzt für diesen Film, fand ich es passend. Von daher, also ich fand den Film richtig gut. Ich fand ihn auch richtig gut gemacht. Auch hier, wie heißt er, Joel Kinnaman? Genau, Joel Kinnaman hat das auch echt gar nicht mal schlecht gespielt. Und John Woo, über den braucht man sich nicht nur halten. Er hat richtig, richtig klasse Filme gemacht. Ich sag nur Face Off, dann hier Hardboiled, The Killer. Da brauche ich jetzt gar nicht großartig was zu. Ich glaube, The Killer war auch von John Woo, meines Wissens. Operation Broken Arrow, da brauche ich nicht großartig was zu sagen. Also ich fand den Film richtig gut. Und dann habe ich mir auch noch mitgenommen beim Expert die komplette erste Staffel von Loki, freigegeben ab 12. Ja, ich bin so blöd, aber es ist Marvel Cinematic Universe, was soll ich machen? Ja, jetzt ist natürlich wieder die große Sache. Also müsste ich mir dann eigentlich noch Moon Knight holen, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision und hoffe natürlich, dass dann hiervon noch die zweite Staffel rauskommt. Ja, dann müsste ja eigentlich sogar noch die Falcon-Serie kommen, wenn die vielleicht, maybe, wer weiß es nicht. Ja, die She-Hulk-Serie müsste ja dann eigentlich auch noch kommen, dann die Miss Marvel, glaube ich, Serie müsste ja dann auch noch kommen, aber also im Sinne von müsste, heißt im Sinne von müsste noch veröffentlicht werden. Weil die gibt es ja momentan nur bei Disney Plus, von daher. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann, weil die ja sehen, es läuft auf Blu-ray. Sie ja alleine die Preise von The Mandalorian, Staffel 1 und Staffel 2, die ja astronomisch sind. Wo ich mir denke, ihr habt, euch hat's doch allen ins Gehirn geschissen. Aber egal. Wie gesagt, hier Loki, Staffel 1, noch nie genau neu eingeschweißt. Hab nur von gehört, dass die richtig gut sein soll, aber mal gucken. Ich, wie gesagt, habe noch nicht gesehen. So, dann kommen wir zu einem Steelbook, was ich mir im Angebot bei Amazon ergattert habe. Jetzt muss ich aber mal gucken, was ist das denn hier? Was ist denn das? Jetzt habe ich da Klebescheiße drauf. Warum habe ich da jetzt Klebescheiße drauf? Na. Na. Ja, das ist wieder typisch, wenn ich da. Ach, das ist von dem. Ja, ich weiß, das ist von dem Loki-Steelbook, weil der Preisaufkleber drauf war. Und da, ja, ist egal. Mach ich gleich weg. Auf jeden Fall habe ich mir im Angebot geholt bei Amazon. Da hatten sie das Steelbook im Angebot für 16 Euro. Noch was, glaube ich, das 4K-Steelbook. Und zwar, hier ist es, ich sehe das Steelbook von Five Nights at Freddy's, freigegeben ab 16. Habe mir natürlich im gleichen Atemzug die normale Blu-ray geholt, weil ich das scheiße finde, dass in diesem Steelbook nur eine Blu-ray drin ist, eine 4K drin ist, so wie bei auch Violent Night. Habe ich mir jetzt einfach die normale Blu-ray mit zugeholt, sind jetzt beide Blu-rays so gesehen drin, also die 4K und die normale. Ich fand den Film gar nicht mal so scheiße. Gut, was ich jetzt dazu sagen muss, ich kenne jetzt auch nicht wirklich das Spiel. Also ich habe da mal so ein paar Let's Play Videos gesehen aus Amerika, aber ich weiß jetzt nicht genau wie, was, wo. Von daher möge man es mir verzeihen, ich fand ihn jetzt gar nicht mal so scheiße. Also von daher auch die Machart fand ich jetzt echt nicht verkehrt. Und ja, also ich fand ihn jetzt wirklich nicht
ich sag mal, nicht scheiße. Sagen wir es mal so. Von daher, ja. So, dann kommen wir zu einer kleinen Bestellung, die ich bei Minimobs aufgegeben hatte. Und zwar, da war ich bei einem Artikel sehr positiv überrascht. Zum einen das Steelbook von dem Film Redline, freigegeben ab 12. Ich glaube, das ist freigegeben ab 12, ja. Fand ich jetzt gar nicht mal so kacke. Gut, die Story etc., wo ich habe ich schon noch teilweise gedacht, ja, okay, gibt Besseres. Aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Zustand des Steelbooks, gebraucht sehr gut. Also gebraucht sehr gut, passt es eigentlich auch richtig gut. Also ich habe jetzt eine kleine Delle ist hier oben wohl drin. Aber ansonsten kann ich nicht meckern. Die Blu-ray sieht fast aus wie neu. Von daher kann ich jetzt für gebraucht sehr gut gar nicht meckern. Und dann hat mich sehr, sehr positiv überrascht, dieser Film hier. Operation Chromite, freigegeben ab 16. Und das Ding ist noch niegelnagelneu eingeschweißt. Also, nee, ich habe hier auch noch den Aufkleber von Momox bzw. Medimobs drauf. Das ist niegelnagelneu eingeschweißt. Gut, hier ist an einer Stelle ist die Folie eingerissen, aber als Zustandsangabe gebraucht sehr gut. Von daher finde ich das schon mal nicht so schlecht, dass dass das Ding noch niegelnagelneu eingeschweißt ist. Von daher, ja, was will ich mehr? So, dann kommen wir noch zum Steelbook, zum Import Metal Pack, Entschuldigung, Metal Pack, wo ich auch schon länger auf der Suche nach war, beziehungsweise das ein bisschen im Hinterkopf hatte. Ich war ja sehr begeistert von dem Film und habe dann durch Zufall mal gesehen, dass es dann Auslands- oder ein Import-Metal-Pack von gibt. Und zwar handelt es sich um das Frankreich-Import-Metal-Pack DVD und Blu-ray. Mein Gott, was habe ich denn hier drauf? So. DVD und Blu-ray, Blu-ray und DVD, Entschuldigung. Blu-ray und DVD von T34, das Duell. Freigegeben in Deutschland ab 12. Und ganz ehrlich, ich finde das richtig geil. Ich finde das richtig, richtig geil. Auch hier der Glanzeffekt. Richtig klasse Teil. Und wie gesagt, die deutsche Blu-ray hatte ich ja, habe einfach die deutsche Blu-ray reingepackt und jetzt mir noch auch wieder für 1-2 Euro die deutsche DVD ergattert. Und ich finde das Ding einfach nur geil. Gott sei Dank hat es auch eben halt hier so am Spine den Schriftzug. Richtig, richtig geil. Ich habe ja auch das Frankreich-Import-Steelbook von 24 Stunden oder 24 Hours. Ich weiß gar nicht, wie der Film nochmal richtig heißt mit Ethan Hawke. Das war ja, glaube ich, auch so ein DVD-Blu-ray-Kombo-Pack. Wo aber die DVD nur eingelegt war, also in so einer Papierhülle. Und hier ist das richtig so eine Zwei-Disc-Halterung. Beziehungsweise eine Seite hier von eine Seite Blu-ray, die andere Seite ist DVD. Von daher, richtig klasse Teil und bin begeistert, dass ich das Ding jetzt endlich habe. Und das fand ich jetzt zum Beispiel auch so geil. Ich habe beides, ich sag jetzt mal, das Steelbook und Metal Pack. Das 7 Minuten nach Mitternacht Steelbook und das Metal Pack T34. Beide am gleichen Tag aus Frankreich bestellt, sind auch beide am gleichen Tag oder am selben Tag, also einen Tag später, sind die beide verschickt worden. Auch mit dem gleichen Versandunternehmen wohlgemerkt. Und das T34 kam, ich glaube, 2-3 Tage vor dem 7 Minuten nach Mitternacht Steelbook an. Also im Monster Call Steelbook. Egal, ist halt so. Man weiß nie die tiefen Abgründe bzw. Vorgehensweisen der französischen, deutschen Post, keine Ahnung. So, dann geht es noch zu vor guter Letzt weiter mit einem Disney-Pixar-Film, womit mir jetzt nur noch ein Film aus dieser damaligen ultimativen Disney-Pixar-Kollektionsbox fehlt, und zwar Cars 2. Und zwar geht es hier um den Film Oben, freigegeben ab 0 in der Two-Disc-Edition im Steelbook. Und zum Film brauche ich nichts sagen. Es ist ein Disney-Pixar-Meisterwerk. Allein der Anfang, man ist so man hat das geflasht und man ist so emotional gecatcht, allein schon durch die
ersten 10, ich sag mal, ersten 10 Minuten vom Film. Und klasse. Ich finde ihn mit am dem besten Animationsfilm von Disney Pixar und richtig, richtig klasse. Gut, das ist Steelbook hat schon ein, zwei Mäckchen, aber kann ich jetzt voll und ganz mit leben. Also ist jetzt nicht so schlimm wie manche andere Steelbooks, die man neu bekommt und da ist das Ding. Also von daher egal. So, und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu einer Staffel, einer Anime-Serie, die ich eigentlich schon hatte, aber mich hatte ein bisschen gestört, dass das immer so neben meinen anderen Staffelboxen von der Serie so, ja, nicht so akkurat aussah, sagen wir es mal so. Und da habe ich mir jetzt für 15 € gemerkt, 15 € die komplette erste Staffel von My Hero Academia freigegeben ab 12 in der Erstauflage besorgt. Und zwar immer die Erstauflage hier im Sammelschuber mit den drei Einzelvolumes. Ich habe ja noch diese Gesamtbox-Neuauflage, wo ja noch so ein My Hero Encyclopedia, so ein Booklet drin ist. Aber die ist dann mal eben nur noch so breit, sag ich jetzt mal ungefähr so breit. Und das finde ich, sieht neben den anderen Editionen so doof aus. Von da habe ich mir jetzt die erste Staffel nochmal als Erstauflage geholt. Auch hier am Schuber nichts dran, an den Einzelvolumen-Schuber nichts dran, an den Einzel-Blu-Rays nichts dran. Was will ich mehr? Von daher, ja, kann ich da jetzt voll und ganz, bin ich da jetzt so gesehen mit zufrieden. So, ja, dann ich hoffe natürlich, wie immer, dieses Update-Video hat euch wieder mal soweit gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wem es nicht gefallen hat, kann auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Da sehe ich natürlich sowieso nicht so schnell, aber egal. Ja, wie gesagt, hoffen wir mal, es hat euch soweit gefallen und würde auch wie immer sagen, bis zum nächsten Mal.